notwendig gewesen wäre, dann hätte man noch einen Zahn zulegen können. So war halt einfach, es war ein Pflichtsieg, würde ich sagen. Am zweiten Spieltag musste der deutsche Meister nach Bukarest in die rumänische Hauptstadt. Und dort lief es dann schon wesentlich besser als vor 2 Wochen gegen Lodz. Endlich gelang das ersehnte frühe Tor. Nach 7 Minuten war es Lars Ricken, der zum 1:0 traf. Der Anfang einer ganz großen Champions-League-Saison für den 20-Jährigen. Der zweite Treffer der Borussia dann eher zufällig. Steaua's Torwart Gerasim trifft genau das Bein von Jörg Heinrich. Glück gehört eben auch dazu. Aber Ottmar Hitzfeld hielt seine Mannschaft weiter zur Offensive an. Die Belohnung, das 3:0 von Stefan Chapuisat. Wieder Heinrich beteiligt und keine Probleme für den Schweizer Nationalspieler. Zwei Siege also in 2 Spielen.